Ich schlage ein Buch auf, in dem ich lese: Ich dachte, dass mir auf dem Weg nach oben das Buch zu schwer werden könnte. Jedenfalls ist mir ohne Buch, dass ich erst recht nicht weiß, an was ich mich halten soll. Solche Selbstbetrachtungen, tiefsinnig und witzig zugleich, finden sich in 90 Tagebüchern, Tagesskizzenbüchern, die der Maler, Grafiker, Schriftsteller Paul Stein hinterlassen hat. Er ist 2004 gestorben und es fügte sich, dass sein ganzer Nachlass, was dieses Tage- und Skizzenbuchwerk von 90 Bänden betrifft, hier ins Klingspor-Museum kommen durfte. Und wir freuen uns über eine einzigartige Sequenz von Arbeiten der Buchkunst, der Schriftkunst, des Schriftstellerischen, des Grafischen. Umfassender kann man eigentlich gar nicht mit Buch und Schrift sich selbst im Leben positionieren, vergegenwärtigen. Und das hat Paul Stein in diesen Bänden in nicht zu überbietender Ausführlichkeit und Eindringlichkeit getan. Und sie sind voll von seinen Zeichnungen, seinen Collagen, seinen Schriftarbeiten und haben wirklich einen einzigartigen Rang in der Buchkunst unserer Zeit. Und insofern zeigt sich, dass das Klingspor-Museum eben nicht an der Welt von Rudolf Koch allein orientiert ist, sondern eben all diese schöpferischen Kräfte, die eben der Künstler ins Buch eintragen kann, auch in der Gegenwart verfolgt und dankbar ist, wenn eben Menschen wie Paul Stein uns begegnen, die so viel Sinn und so viel Verstand und so viel Fähigkeit ins Malerische, ins Buchschaffen, in die grafische Arbeit rund um den Kodex mitteilen können. Diese Bücher faszinieren die Menschen, die hierher kommen, immer wieder, egal ob alte oder junge Menschen, weil sie das nicht für möglich halten, dass eine solche Intensität der Arbeit sich im Buch niederschlagen kann und dass so viel, ja, Aktualität auch in einem buchkünstlerischen Schaffen sich nachweisen lässt.